Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka und hier zeige ich euch, welche Spiele mich im April 2020 am meisten interessieren. Welche hier auf diesem Kanal gezeigt werden, welche Reihen fortgesetzt werden, welche beendet werden und welche neuen Spiele dazukommen. Und zusätzlich eben noch ein paar, die ich interessant finde, die ihr vielleicht spielen wollt. Aufgeteilt in Rollenspiele, Strategie, hier gehört natürlich die Rundenstrategie, aber auch die Tactics und die Aufbaustrategie mit dazu und die Indie-Stories. Beginnen wir mit den Rollenspielen. Also erstmal ganz klar, Disco Elysium bleibt. Es ist gekommen, um zu bleiben. Dieses Spiel ist großartig und wird definitiv bis zum Ende weitergespielt. Eine kleine Gruppe von Zuschauern bleibt konstant mit dabei und schaut sich das mit an. Das ist ganz wundervoll und wir bleiben auf jeden Fall gemeinsam dabei. Wer eventuell bei diesem wirklich unfassbaren Spiel mit einsteigen will, auch wenn es wirklich einen langen Atem braucht, um das sich mit anzugucken, für den sei noch gesagt, ich habe am Anfang mal eine Zusammenfassung der ersten 9 Folgen gemacht. Die blende ich jetzt oben nochmal in der Infobox ein. Diese Arbeit habe ich wieder aufgenommen, das weiter fortzuführen. Unter anderem auch für mich, um diese ganze Hintergrundgeschichte, die wirklich riesig ist, für mich auch zu rekapitulieren. Ich kann nicht sagen, wann es exakt kommt, aber die Arbeit daran ist fortgesetzt. Und gerade jetzt ist die Story wieder so richtig in Fahrt gekommen. Es lohnt sich, das kann ich nur sagen. There are cases to be solved. Und natürlich bleibt auch das schwarze Auge Drakensang bestehen. Auch wenn die Zuschauerzahlen doch sehr gering sind, ist das einfach mein kleines Baby, denn damit habe ich angefangen. Das ist das allererste Let's Play, das auf diesem Kanal gelaufen ist. Und das wird fortgesetzt. Ich habe es in der letzten Zeit ein bisschen schlecht behandelt mit nur einer Folge die Woche. Das wird sich ändern. Ab dem 1. April, also ab der nächsten Woche, gibt es 3 Folgen die Woche. Und unabhängig davon, wie viele Leute das gucken, dieses Ding soll auch zu Ende gespielt werden. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Bereits morgen, am 30.03. startet Mount & Blade 2 Bannerlord in den Early Access und wir werden dabei sein. Man weiß eigentlich gar nicht, wohin man dieses Spiel reinsortieren soll. Ist das ein Rollenspiel? Ist das ein Actionspiel? Ein Strategiespiel? Eine Wirtschaftssimulation? Wir werden versuchen, das Ganze etwas rollenspielmäßig anzugehen. Etwas weniger actiongeladen, aber natürlich werden wir nicht um die Kämpfe drumherum kommen. Das Kampfsystem ist irre. Und wir werden versuchen, einen Mafia-Boss des Mittelalters zu spielen. Also einen Händler, der versuchen wird, seine Monopolstellung mit allen Mitteln durchzusetzen und sich an die Spitze eines Handelsimperiums zu setzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Eigentlich für den April mit den Rollenspielen, aber ihr sollt wissen, das Rollenspielsegment ist ein sehr wichtiges für mich. Es liegt nur in der Natur der Sache, dass Rollenspiele lange dauern und deshalb nicht dauernd neue Spiele rauskommen. Es gibt im Indie-Story-Bereich noch ein paar Spiele, die für Rollenspieler interessant sind und im Mai startet Wasteland 3. The world you see now is a very scary place. Democracy, equality and freedom all died when the bombs fell. And we've been walking on their ashes ever since. Burning into the night. Especially here in Colorado. Can't you see this is the land of confusion? Machen wir weiter mit der Strategie. Tactics, Rundenstrategie, Aufbaustrategie, alles hier mit dabei. Was geht, was bleibt und was kommt. Fangen wir auch hier mit dem Offensichtlichen an. Natürlich bleibt Phoenix Point, natürlich spielen wir das Ding zu Ende. Ich habe mich allerdings entschlossen, das erste DLC Blood in Titanium
vielleicht anzuspielen, aber nicht eine komplette neue Runde zu machen, sondern dass wir warten auf Legacy of the Ancients und dann nochmal von vorne starten. Wie lange wir in Blood and Titanium reinspielen, hängt ein bisschen mit den Spielen zusammen, die außerdem noch kommen hier im April. Das sind nämlich einige. Und je nachdem, wie voll es ist, spielen wir da länger oder kürzer rein. Aber eine zweite Staffel kommt auf jeden Fall dann mit Legacy of the Ancients, dem zweiten DLC. Nothing derails a mission quite like a crash landing. Kommen wir zu Broken Lines. Als ich angefangen habe, hatte ich den Anspruch, eigentlich jedes Spiel, das ich anfange, bis zu Ende durchzuspielen. Das lässt sich nicht durchhalten, da ich leider mich für zu viele Spiele dann doch interessiere. Broken Lines wird erstmal aus dem konstanten Sendeplan rausfliegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in der Zukunft immer mal eine Spezialfolge mache, eine längere Folge, die dann jeweils eine Mission covert sozusagen. Aber erstmal muss das leider rausfliegen. Für alle, die es verfolgt haben, tut's mir leid, so viele waren es aber auch nicht. Ab jetzt gilt auch für alle anderen neuen Spiele, ich werde jedem Spiel, das hier neu kommt, mindestens 7 Folgen geben. Eine Woche lang jeden Tag eine Folge geben und danach werde ich entscheiden, wie es mir Spaß macht, wie es euch Spaß macht und dann weiterschauen. Broken Lines ist also jetzt ein erstes Opfer, aber ich hoffe, ihr könnt das verkraften. I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. Ich gestehe, dass ich bei Through the Darkest of Times kurz auch drüber nachgedacht habe, aber nein, das Spiel spielen wir jetzt zu Ende. Wir sind im Winter 44, das kann man jetzt nicht abbrechen. Wir werden das bis zu Ende durchmachen. Ich gehe davon aus, dass es nochmal vielleicht 2 Wochen läuft, 3 Folgen die Woche, das bleibt dabei. Und das schauen wir uns auf jeden Fall bis zum Schluss an. I would do it again. Ostriff ist eine echte Überraschung für mich gewesen. Ich hatte schon vorher mal ein Aufbaustrategiespiel angeplant, nämlich Surviving the Aftermath. Habe es dann angeguckt und habe gedacht, na, ich warte noch ein bisschen, bis noch ein bisschen mehr Content da drin ist. Bei Ostriff stört es mich überhaupt nicht und es ist auch wahnsinnig gut angekommen. Der erfolgreichste Start, was die Zuschauer- und Abonnentenzahlen angeht, natürlich in meinem kleinen Rahmen, aber trotzdem, das freut mich tierisch und natürlich geht's damit weiter. Wie lange das noch täglich kommt, das hängt ein bisschen auch wieder von den neuen Spielen ab. Aber erstmal die nächste Woche wird nochmal jeden Tag eine Folge kommen und dann schauen wir mal, wie weit die Stadt ist. Das geht also auf jeden Fall weiter. Und jetzt kommen wir zu den neuen Spielen im April. For us. They invaded every part of our world. So. Gears Tactics dürfte eigentlich alle Freunde von Phoenix Point auch sehr erfreuen. Dieses Spiel kommt am 28. April raus und ist eben auch Rundenstrategie, Rundentaktik mit einer großen Story. Es sieht hammermäßig aus. Und ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, ob es hundertprozentig kommt. Ich denke fast, es ist für mich ein bisschen zu overpriced. Das Ding kostet 70 Euro, deswegen bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber höchstwahrscheinlich reißt es mich. Dieses Spiel ist im Übrigen auch der Grund, warum ich bei Phoenix Point sage, wir warten eine DLC-Runde ab. Denn ansonsten hätten wir 2 ähnliche Spiele auf dem Kanal. Ich würde sagen, wir machen jetzt Gears Tactics und schauen dann, wann das zweite DLC von Phoenix Point rauskommt. Just like we planned it. Es ist schon ein bisschen lustig, wenn man die Sachen so hintereinander schneidet. Also vom brutalen Kriegskampfgeschehen schneiden wir auf eine süße, knuddelige Aufbau-, Logistik- und Wirtschaftssimulation. Good Company startet schon am 31.03., also nächsten Dienstag. Und da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Es startet in den Early Access, das muss man dazu sagen. Es ist noch nicht fertig, aber ich glaube, das könnte auch ein sehr schönes Spiel werden. Wir schauen auf jeden Fall rein und gucken mal, wie wir uns unterhalten fühlen von diesem süßen Spiel.
Jetzt geht es nochmal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch weitere Spiele, die ich interessant finde, die es aber wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Grund nicht auf den Kanal schaffen werden oder wenn dann nur ganz kurz. The year is 2171. Den Anfang macht Endzone. Am 2. April kommt das schon raus. Wie gesagt, ich hatte schon mal probiert, Surviving the Aftermath wollte ich schon mal spielen. Das ist sozusagen nochmal ein Gegenstück, so ähnlich, ein Aufbauspiel in der Postapokalypse. Ich würde da erstmal abwarten, was die Leute sagen. Spannend ist es auf jeden Fall. Vielleicht schauen wir da mal rein. Help Will Come Tomorrow ist ein Spiel, in dem man eine Gruppe, die ein Zugunglück hatte und nun in der sibirischen Wildnis festhängt, übernimmt. Das ganze Spiel im Jahr 1917 und nimmt geschichtlich also dementsprechend Bezug auf die russische Revolution. Das Ganze ist ein bisschen Ressourcenmanagement, ein bisschen Survival, ein bisschen Story. Ich finde, es sieht ganz spannend aus. Ich habe in die Demo mal reingespielt. Vielleicht schaffen wir es auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Das Ganze kommt am 21. April raus. Elder's Blood ist ein Spiel, das mich schon alleine wegen seinem Grafikstil irre interessiert. Es wird beschrieben als eine Mischung aus XCOM, Darkest Dungeon und Bloodborne. Ich finde, es sieht total spannend aus. Es interessiert mich irre. Es könnte sein, dass ich keine Zeit dafür habe. Aber vielleicht schauen wir zumindest in den Prolog rein. Und ihr könnt diese Aufzählung von Spielen ja auch dafür nehmen, selber ein bisschen zu spielen, falls euch das, was ihr seht, interessiert. Elder's Blood kommt am 10.04. auf Steam. A land butchered by war, afflicted by pestilence. Und als letztes in der Strategieliste, ihr seht schon, es sind wirklich sehr viele Spiele, das kann ich niemals alles spielen. Aber auch dieses Spiel wollte ich kurz erwähnen. Rising Lords heißt das Ganze. Es wird beschrieben als es kommt aus Deutschland. Es ist ein deutsches rundenbasiertes Strategiespiel mit Karten- und Brettspielelementen. Und man hat hier ein gesamtes Königreich und muss für Steuern eintreiben, seine Städte ausbauen, Armeen ausheben und so weiter. Und das Ganze in einem sehr interessanten Look und Stil. Das kommt am 24. April. Und ich würde mir wünschen, da reinzugucken. Ich versuche mal, einen Key zu kriegen. Ich glaube, es klappt nicht bei meiner Größe, aber probieren kann man es ja mal. Rising Lords. Und last but not least schauen wir in die Indie-Stories hinein. Eine Rubrik, die ich sträflichst vernachlässigt habe. Aber diesen Monat kommt einiges Schönes. Welcome to our Institute. Mit The White Door haben die Indie-Stories auf diesem Kanal angefangen und ich habe danach eigentlich nur noch Pilgrims und Hand of Fate 2, wobei das auch nicht so richtig in die Rubrik passt, folgen lassen. Ich habe schon damals versprochen, die Vorgängerspiele von Rusty Lake zu spielen, also Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Roots und Rusty Lake Paradise. Und das soll jetzt zum einen passieren, und zwar jeden Monat eins. Im April also erstmal Rusty Lake Hotel. Dann im Mai kommt Roots und im Juni Paradise. I'm sure it's gonna be a wonderful week. I have returned. Hand of Fate 2 ist das zweite Spiel, das dem roten Stift zum Opfer fällt und erstmal nicht fortgesetzt wird. Ich bin mir sicher, irgendwann spiele ich das nochmal, denn ich mag das Spiel wirklich sehr gerne. Aber momentan hat es erstmal keinen Platz mehr. Wieder, es tut mir leid für alle, die es verfolgt haben. Irgendwann geht's weiter, aber erstmal ist es raus. Machen wir weiter mit den neuen Spielen im April und da ist eins dabei, das mich wirklich interessiert und das ist Cloudpunk. Eine Mischung aus Rollenspiel, Adventure, Fahrsimulation. Wir sind ein Lieferservice-Fahrer in einer Steampunk-Welt. Ganz genau weiß ich es nicht. Dieser Trailer fasziniert mich, die Welt fasziniert mich. Ich möchte es gerne spielen. Es kommt am 23. April raus und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da reinschauen werden. Just try making it through tonight first.
Okay, Control. On my way. One more thing, 14FC. Welcome to Cloudpunk. I don't know how you do it. Traveling alone, all the way out here. Ein zweites Spiel aus dem Indie-Story-Bereich, auf das ich mich sehr freue, ist Filament. Kommt ungünstigerweise am gleichen Tag, ebenfalls am 23. April, raus und ist eine Mischung aus Adventure und Puzzlespiel. Auch hier wieder, es gefällt mir der Stil, es gefällt mir, wie diese Geschichte offensichtlich erzählt wird. Ich hoffe, wir gucken rein. Ich glaube, es wird alles etwas zu viel, aber wir schauen mal, wo wir die Chance kriegen, reinzuschauen. Und gerade diese schönen kleinen Spiele möchte ich in Zukunft nicht vernachlässigen, denn sie sind immer wieder eine schöne Abwechslung für die dauerhaften, langjährigen Projekte und die Brutalo-Strategietitel. Die Entspannung zwischendurch ist immer wieder schön. I guess what I'm trying to say is thank you. Dann möchte ich noch zwei Spiele erwähnen. Das erste werde ich leider nicht schaffen. Das ist dieses hier, Sometimes Always Monsters. Der Nachfolger von Always Sometimes Monsters. Ein Indie-RPG-Roadtrip. Der ist bestimmt wahnsinnig cool. Den schaffe ich bloß leider nicht. Der kommt raus, nämlich auch schon nächste Woche am 2. April. Und jetzt möchte ich euch entlassen mit einem Kickstarter-Trailer eines Spiels, das am 4.4. rauskommt. Da muss ich einfach reingucken. Es heißt The Procession to Calvary und hat große Anleihen zum einen an den Gemälden der Renaissance und zum anderen bei den Animationssequenzen von Monty Python. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns hoffentlich in einem dieser vielen Spiele wieder. Bis dahin, macht's gut.